Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Knight. So, heute machen wir in dem Wayne Tower weiter. Mittlerweile schon in der, glaube ich, 13. Folge. Also es geht langsam voran. So, dann schauen wir mal, wo es jetzt hier weitergeht. Ah, schon wieder. Joker schon wieder da. Ich schätze, Sie waren für den Vordereingang nicht passend gekleidet. Ist die Entschlüsselung abgeschlossen? Vollständig entschlüsselt. Ich habe den neuesten Funkverkehr der Milizen und die entsprechenden Koordinaten auf Ihrem Rechner hinterlegt. Danke, Lucius. Ich kann das Netzwerk nach Arkham Knights Stimmmuster durchsuchen und den Standort seiner letzten Übertragung bestimmen. So, schauen wir doch mal, was wir hier jetzt machen müssen. Identität bestätigt. Guten Abend, Mr. Wayne. Geil, Monitor. Lade Wellenform zur Analyse hoch. Nein, ich habe genug gewartet. Batman stirbt. Heute Nacht. Scanne Funk nach Stimmmuster Übereinstimmung. Position bestätigt. Ich hab's. Der Knight sendet aus dem Miyagani-Tunnel-Netzwerk. Ich helfe Ihnen gerne, Mr. Wayne. Da Sie gerade hier sind, wir haben an weiteren Verbesserungen Ihres Wagens gearbeitet. Sagen Sie mir, worauf wir uns konzentrieren sollen. Oh, Waffengenerator, würde ich sagen. Ein Upgrade des Waffengenerators lässt Sie die Sekundärwaffen des Batmobils überladen. Schlagkräftige Argumente, Sir. Sehr gute Wahl. Ich kümmere mich gleich darum. Falls Sie noch etwas brauchen, ich bin die ganze Nacht hier. Selbst wenn ich es wollte, könnte ich die Stadt nicht verlassen. Okay. Viel Glück, Mr. Wayne. Sie wissen, wo Sie mich finden. Alfred, ich habe den Arkham Knight bis zu den Tunneln unter Miyagani zurückgefunden. Gute Nachrichten, Sir. Aber ich sehe Hinweise auf eine starke Präsenz von Drohnen in diesem Gebiet. Es wäre Irrsinn, sie ihnen ohne das Batmobil zu stellen. Ist notiert. Soll ich den Südeingang öffnen? Warte noch, bis ich da bin, Alfred. Das soll eine Überraschung werden. Okay, ich hoffe mal, dass wir das Batmobil gleich kriegen. Und los geht's. Ab zu Miyagani-Tunnelnetzwerk. Kontakt, schwerer Feindkontakt außerhalb des Tunnels. Empfehle sofort den Rückzug, Sir. Nein! Ich gehe nirgendwo hin. So, erstmal die Kameraden hier wegmachen. Bam! Okay, zack, 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 zack. Bah. Treffer! Direkter Treffer bei der Regler. Oh, da sind mehr die Panzer hier, komm. Boom. Nächster. Oh, das ist ein großer. Primärziel hat Diamond weggetroffen. Panzerung ist durchbrochen. So, aber gut, ihr kommt. So, okay. Status-Update. Panzer am Eingang ausgeschaltet. Alfred, ich bin am Tunneleingang. Öffne die Tür. Einen Moment, Sir. Ich greife auf das Sicherheitssystem des Gebäudes zu. Alfred, noch eine Brandschutztür. Öffne sie für mich. Sie haben mich aus dem System geworfen. Sie wissen wohl, dass Sie hier sind. Kein Problem, Alfred. Ich finde einen anderen Eingang. Na super.
Okay, dann schauen wir mal. Ich muss irgendwie die Tunneleinfahrt öffnen. Man wird es machen müssen. Ist hier vielleicht irgendwie ein Schalter oder sowas? Ah, warte mal. Vielleicht kann man das runterziehen. Sehr gut, sind wir schon drin. Welche Fortschritte mit dem Gegenmittel? Auf dem Weg. Hey, ich habe schon länger nichts von Barbara gehört. Ist sie okay? Ihr geht's gut. Sie arbeitet für mich an einer Sache. Es ist wichtig. Sie ist in Sicherheit, ja? Keine Sorge, Tim. Such einfach nach dem Gegenmittel. Alles klar. So. Ich glaube, hier müssen wir das Gel benutzen. Sprengstoffgel. Ach, der schon wieder. Wie unerwartet. Ich verstehe aber, warum du es dem alten Jimbo nach seinem hysterischen Anfall nicht gesagt hast. Schon wieder das Gel. So um Barbara sorgen würdest wie dein kleiner Lakai, dann wäre sie vielleicht gar nicht erst entführt worden. Los, Bett. Na, geh rein. Ah, wer das Ducken nochmal? Will ich wirklich nicht stören, ne? Schau, ich weiß, wie das Ducken war. Ah, okay. Nein, er schreckt mich immer. Unter keinem guten Stern. Wie bei uns beiden, Betsy. Und dein Kreuzzug reißt sie auseinander. Also nochmal. Barbara wurde entführt und wollen wir ehrlich sein, sie ist wahrscheinlich tot. Du lügst den Wunderknaben darüber an und der gute alte Jim zieht allein los, um den Tag zu retten. Boah, ein Haufen Gegner. Ist wohl nicht der beste Tag deiner Karriere, was? Bedrückt dich etwas? Schon. Lass Robin davonziehen. Du kannst ihn nicht für dein Heilmittel schuften lassen. Nein. Zudem, wenn er da draußen stirbt, dann musst du ihm nichts von Barbara erzählen. Win-win. Glaubst du wirklich, er wird deine Jokeritis heilen? Ha, vergiss es! Ich bin chronisch, Brucey. Ich bin immer da. Wir wissen doch, für mich gibt es keine Heilung. Weißt du noch, als es ganz einfach war? Früher, als es nur dich
mich. Den ständigen Krieg gegen das Verbrechen gab. Tja, schau dich um, Bats. Dinge ändern sich. Jetzt. Okay, wie komme ich da rein jetzt? Ah, ich sehe schon da oben wahrscheinlich. Natürlich gibt es im Krieg Verluste. Ist unvermeidlich. Nein! Unabwendbar wie der Tod. Na, nicht ganz. Ich bin ihm ja schon oft von der Schippe gesprungen. Ich glaube, ich muss ja erst darüber. Aber so einen Tag hat nicht jeder. Von hier komme ich vielleicht besser in die Tür rein. Obwohl auch nicht recht viel besser, gell? Ah, wie komme ich denn da rüber am besten? Erinnerst du dich an Talia? Natürlich tust du das. So eine Bande ist man, ey. Okay. Kugel und fort waren deine Hoffnungen. Geht doch. Happy End. Du gibst mir die Schuld, aber du irrst dich. Na, ich glaube, hier ist ein Riddler-Fragezeichen. Du hast sie vor mein Fadenkreuz gebracht. Riddler-Netzwerk. Löse die Rätsel, um Entwürfe, Charaktermodelle sowie Geschichten aus Gotham freizuschalten. Schließe einen Abschnitt des Riddler-Netzwerks ab, um Audioaufnahmen der Superschurken wie ihre Angriffe von Gotham planen freizuschalten. Genau. Gut, mal jetzt aber noch nicht. Das wird immer noch lange nicht, glaube ich. Einen Gefallen getan, aber du warst es. Weißt du, die Leute vertrauen dir. Sie glauben an dich. Sie folgen dir in deinen Krieg. Und du wirst sie alle umbringen. Okay. Dann müssen wir schauen, wie wir das hier machen. Solange da Panzer sind, darf die Miliz nicht auf mich aufmerksam werden. Ja, wie mache ich denn den Panzer platt? Wie lange bist du schon hier unten? Eine Woche. Ich bin seit einem Monat hier. Ein Monat? Diesem rattenverseuchten Dreckstunnel? Ich habe schon schlimmere Orte gesehen. Ich glaube, da ist der Schalter. Könnte es der Schalter sein? Probieren wir es einfach mal. Ohne Auto gegen sie zu kämpfen, ist zu riskant. Ja, schon klar. Deswegen will ich ja den Ferngesteuerten, komm. Boah, was mache ich denn jetzt hier? Keine Ahnung, was ich jetzt hier machen muss. Ich glaube, dass mein Batmobil da hinten ist. Ich muss einen Weg finden, das Batmobil herzubringen, bevor ich angreife. Springen wir uns einfach mal durch, vielleicht sehen die uns ja gar nicht. Das muss fester sitzen. Halt doch die Fresse. Dass die mich gar nicht sehen, ist ja krass. Das ist Batmobil, okay. Solange da Panzer sind, darf die Miliz nicht auf mich aufmerksam werden. Du warst im Briefing, oder? Nein, hab ich wohl verpasst. Tja, ich war da. Der ist gut. Verdammt gut. Aber eine Armee? Für einen einzelnen Kerl? Das dürfte einfach werden. Das ist der Ich hab jedenfalls lieber zu viel. Ah, okay. Hätten wir sie mal kalt gemacht. Wegen ihr ist Wutz tot. Wurz ist tot, weil er sich verdammt nochmal nicht angeschnallt hat. Kämpfen kann sie auch. Hey, Bats! Siehst du die Kerle? Denken ihnen gehört Gotham. Was machen wir dagegen?
Nein, der schon wieder. Nein, nein, nein. Du gehst nirgendwo hin, alter Mann. Dreifach verwebt, titanbeschichtet, gepanzert. Nicht übel. Außer man weiß genau, wohin man schießt. Nein. Du bist gut, dunkler Ritter. Besser noch, als ich dich in Erinnerung hatte. Dein Tod macht das nur umso befriedigender. Keine Sorge wegen Barbara. Ich kümmere mich besser um sie, als du es je getan hast. Batman ist im Kontrollraum. Zeigt ihm, was passiert, wenn er sich an meiner Stadt vergreift. Okay, das heißt wohl fighten. An mir kommst du nicht vorbei! Nein, muss ich irgendwie weg auf die Seite kämpfen, weil mich da die ganze Zeit die Panzer treffen. Na, ich bin gleich tot. Besuch mal Mami und Papi im großen Country Club im Himmel. Stirbt. Ja, irgendwie abhauen, dieser Wahnsinn, wenn immer mehr. Komm her. Boom. Zack, 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 komm. Da wird er so verletzt ist, ist aber ganz schön agil noch. Jetzt aber komm. Mann. Ist aber gut hier. Boah, was ist jetzt hier? Okay, wo müssen wir jetzt hin?
Man muss irgendwie den blöden Panzer hier ausschalten. Okay, Leute, ich würde aber sagen, wie es denn hier mit dem Panzer weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.